Ja. Wie war das mit Fee, Brot für die Welt, aber Kuchen für sie? Ich hätte jetzt auch Lust auf ein Stück Kuchen. Oh, ich habe was Besseres. Ja, ich habe jetzt Lust auf einen Keks. Eine Rüblitorte, eine selbstgemachte Geburtstagskuchen von meinem Party. Ich esse ja gerade einen Leibniz-Keks. Ui. Gleichwerbung. Mit Kokos. Kokos. Der ist voll gut. Tut mir leid, aber... Mahabe? War der Hage? Rapante! Oh, ich weiß, was wir ihn essen lassen müssten mal. Haggis, oder wie das Zeug heißt. Ah ja. Ach, guck mal, ich hab noch einen ganzen Stack Gummi dabei. Das hätte ich dem Place eben auch können geben. Ey. Was machst du da damit? Rumtragen. Ja, brauch ich, ne? Drauf rumkauen. Wie viel brauchst du noch? Brauchst du immer noch viel, viel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warte, bist du das? Bleib mal stehen, wer auch immer gerade die Tür da rauskrannt ist. Das ist Frame. Ja. Ich brauch nicht. Ich will zu Place. Ähnlich sehe ich ihn doch gar nicht. Ich habe nur Fußspuren gemacht. ich kann ja nicht hochgucken. Was? Ja. Bist du? Im Wald? Was zum Wald? Komm nicht her und ich sag es. Es stinkt sehr. So Mief ist doch gar nicht da. Nee, aber ich bin da. Ich müffle. Achso. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint. Da kam Stab, bist du wieder nass geworden. Ja, hat wieder Puh gemacht. Das fällt dann in alle Richtungen. Nicht föhnen, das macht es nur noch schlimmer. Ich müsste das mal bildlich vorstellen, einen Hamster zu föhnen. Am besten noch so vorne hinhalten, ne? Für aerodynamische Fellfrisur nach hinten, ne? Ja, meine Frisur immer entsteht, die ich da auf meinem Avatar habe. Das ist dann der Hamster. Vorne fliegt. Der Hamster im Windkanal. Ja, diese nach vorne fliegende Frisur. Ja. Die steht, wenn ich. Ach ja. Aber ich föhne nur Frisur oben, weil das andere wird ganz schrecklich, wenn man das föhnt. Wie das andere? Das andere? Ja, das Fell! Was für ein anderes Fell? Ich stehe auf dem Schlauch. Fell. Hamster. Oder sagen wir es mal so, ich will es nicht wissen. Ich bin Hamster. Ich habe überall Fell. Ja, ich habe die ganze Zeit nur von deinem überall Fell geredet. Ich weiß ja nicht, warum du jetzt auf einmal von einem anderen redest. Warum fragst du dann, von welchem Fell ich rede, wenn du selbst von dem Fell redest? Weil du da gerade so komisch gesagt hast. So. Ja. Ich wurde letztens gefragt, wurdest du schon mal von einem Abonnenten erkannt auf der Straße? Ja, ich laufe natürlich jedes Mal, wenn ich die Haustür rausgehe, ziehe ich so ein Kostüm an. Das ist so ein rotes Hamsterkostüm. Und da erkennt mich eigentlich jeder auf der Straße. Cool. Dann fragen sie, ey, bist du ein roter Hamster? Ja, ich bin die Red Hamster. Schön, dass du mich erkannt hast. Hier ist ein Autogramm. Oh, ich muss mir auch noch Karten drucken für die Gamescom. Was für Karten? Autogrammkarten. Also. Ich brauch sowas nicht, weil ich glaube nicht, dass das von mir einer will. Ich glaub zwar von mir auch nicht, aber ich mach die ja selbst. Aha. Mit Liebe. Mhm. Du kannst ja Tickets ziehen. Ist ganz Karten einfach. Machen. Und zwar nehme ich dafür meinen Avatar von YouTube, druck den auf eine Karte und nimm Edding mit. Mit Liebe. Was, du lebst? Es wäre auch schlimm, wenn du tot wärst. Frankenstein? Die lebt! Mit Liebe. Ich darf es echt nicht verschreien, es hat heute noch nicht einmal geleckt. Ich habe auch vielleicht so eine kleine Vermutung, woran es liegen könnte. Ja, war ich da. Richtig aus? Ich habe mal so ein bisschen geguckt und ich habe in den letzten Aufnahmen immer... Creeper! Du hast in den letzten Aufnahmen Creeper, was? Mindestens 10 Tabs im Chrome offen gehabt.
Das braucht viel Speicherplatz. Oh. Ich glaube, ich habe gerade gar keinen Browser. Aber ich habe doch 16 GB Arbeits. Ja, ich auch, aber. Ich hab gar nichts offen außer TS, Outer City, Raps, Jacket. Mehr brauche ich ja eh gerade nicht. Raps, dann einmal den Dateibrowser für, wo ich gerade aufnehme, und Skype. Wobei das auf bin ich zu sprechen geschalten ist. Ja, Skype mache ich mittlerweile mal aus. Ich habe Ticket, TS und OBS am Laufen. OBS? Ja. Open Broadcast Software. Ach ja, stimmt. Ja, Software du musst, ja, das oder System? Software. Ja, System. So. Keine Ahnung. Software System. Dann eben nur OB. Kann man. OB. Kann man jetzt die Kisten benutzen, dass sie alles ordentlich einsortieren? Jawohl! Wenn du ein Plätzchen in der Kiste findest, bitte nicht in die Kiste von der Query rein, weil sonst, ne, Problem. Nee, ich meine die andere Kiste. Die müsste ja eigentlich schon ein bisschen leerer geworden sein, aber es läuft gut mit dem Sortieren. Auch ich nehme mir da mal raus, was ich da so gebrauchen kann. Ja. Davon kann ich nichts gebrauchen. Außer die Fackeln. Ich hoffe, dir gefällt's und wir haben so ein bisschen dein System beibehalten, ne? Von den Kisten her. Ja. Nicht, dass ich hier geschimpft bekomme. Nee. Nein! Oh, ich bin doof. Hast du jetzt auch was reingelegt, was du gebraucht hättest? Mhm. So wie ich vorhin. Meine Spitzhacke. Oh. Lazyline? Ja, bitte. Hast du eigentlich jetzt schon mal ein bisschen was von meiner Mauer gesehen? Nö, ich war jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Stunden, wenn man es wirklich mal so rechnet. Dann komm mal. Meine Stimme versagt. Sofort. Das ist mir heute Morgen beim Aufnehmen passiert. Es ist einfach zu warm. Ja, das ist der Fluch eines Let's Players. Das ist nicht auszuhalten hier. Ich habe schon, gesagt, ich werde mir jetzt dann bald eine Klimaanlage hereinbauen. Kenne ich nichts. Frag ich nicht, vertrag ich nicht so. Och. Schnupfen for the win. Nee, eher steifes Genick und so. Och, das ist ja kein Problem. Solange es nur das Genick ist. Ich hatte das mal an der Schulter. Erinnert mich daran, dass in einem meiner Online-Spiele einer Genickbruch hieß. Ach so, wir können hier eh noch keine Kakaobohnen anpflanzen, oder? Naja. Nein. Dann ist egal, dann kann ich sie auch mal jetzt. Du willst doch nur einen Keks haben. Kekse? Ich wollte. Kekse! Das ist nicht verkehrt. Oh Gott. Richtig? Ja, anwesend? Ja. Ja, hier. Sie können mich auch Sir oder Madam nennen. Ich hab mich, glaube ich, irgendwie total verlaufen. Ist aber schlecht, es wird Nacht. Mhm. Bin so zwischen Wüste und Sumpf. Richtung Moment, Sumpf, oder war das? Sumpf. Das sagt ihr so. Ihr wisst ja nicht, welcher Sumpf und welche Wüste. Also ich weiß, eine süße Wüste. Wüste eine süße? Eine süße Wüste? Ein Karamell, ne? Ja, was, wie war das? Was ist süß und wandert durch die Wüste? Ein Karamell. Ein Karamell. Ja, ich weiß. Heißt, wir können jetzt nicht schlafen? Nee. Muss ich hier noch Licht verteilen. Mit meinen wunderbaren noch 2 übrigen Fackeln. Oh, wir können doch schlafen. Ich hab's gesehen. Ich kam das auf einen, auf einen Knopf. Auf einen Knopf? Mhm. So auf ein bisschen Pfeil nach oben, weißt du? Trotzdem liegt ihr nicht im Bett. Nee, ich bin auf dem Weg. Genau, Blaze muss jetzt mal zu meinem Zaun gucken. Zu meinem zumindest stückweise gebauten Zaun. Und ich arbeite hier gerade mal das Nether-Portal ein bisschen schöner einbauen. Hm.
Vielleicht muss ich mal ganz kurz rechnen. Ich habe meine Aufnahme, glaube ich, so 5 Minuten vorher gestartet. Ja, es durften wir 1,5 Stunden sein. Ich bin bei einer Stunde 36. Ja. Ich bin bei einer Stunde 37,50. Wir hatten ja vorher noch ein bisschen rumgeblödelt, ne? 2-3 Minuten, ja, ne? Ja. Oh. Sprich noch 10 Minuten, oder wie? Frame. Ja? Du bist gestorben. Ich will das hier nur so ein bisschen in die Länge ziehen. Ach so. Ich bin hier draußen auf einem verdammten Hausdach. Wenn hier ein Skelett kommt, bin ich auch gleich tot. Das heißt, du bist wieder am Spawn, oder? Nein, nein, nein. Ich habe ja ein eigenes Bett. Ja, am Arsch der Welt. Leg dich doch rein. In meinem eigenen Haus. Jetzt muss er wohl erst seine Sachen holen gehen. Richtig. Er sich doch kurz hinlegen können, wenigstens. Nein. Mm-mm. Die Sachen sind wichtiger. Ich habe hier 2 rote Creeper. Kommen Sie näher. Pauschalsee. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, super, die habe ich, wenn jetzt dann Tag wird, alle hier an den Füßen. Das Explodieren wird fein. Ich brauche mal ein Schwert. Ich habe natürlich. Habe ich eins da? Kann nicht schlafen, hier sind Monsters in der Nähe. Guck mal, ich kann klappern. Toll. Ich sehe dich. So, jetzt kann ich mich. Oh. Das Tolle ist, die Creeper werde ich deswegen immer noch nicht los. War irgendwas? Au. Bist du wieder auf die Taste gekommen? Jupp, so rein zufällig. Oh Gott. Das klappt. Ja, super, macht scheiß Loch noch größer. Aber so kann man Creeper auch loswerden. Was los, Hamster? Oh, Hamster gefällt das nicht, was sie gemacht hat. Ja. Hamster hat wieder sehr produktiv heute gearbeitet, ja? Wir haben wie lange aufgenommen? 1:30. Hamster hat gemacht. Puff. Verschönerung. Ja, was hab ich denn gemacht? Kisten sortiert. Ich habe einen Zaun gebaut. Dings, was produktiv ist. Kisten sortieren. Schönerungen sind auch gut. Ah, das braucht man. Kisten sortieren sind wichtig. Schönerungen auch? Ich meine Style und so. Ah! Oh Gott! Stühle! Was? Oh, Kacke. Kacke? Wo ist Kacke? Ist der ausgerutscht drauf? Ist das Plumpsklo voll? Oh. Ach, das Plumpsklo habe ich auch gerade besichtigt. Hast du schon probiert? Nee, schmeckt mir nicht so. Nicht? Ich erinnere mich noch an eine Lache von einem gewissen Hamster. Ja. War letztens im Zirkus. Ja, letzten Dienstag. Ja, genau. Ey, stimmt. Ja, stimmt. Ach, deswegen haben wir letzte Woche nicht aufgenommen. Ja, nicht nur, auch mir hat das schon auch gepasst. War ja, gut. War gut. Soll ich jetzt erzählen? Achso, da gab es so ein Klo. Also die haben... Die hatten, Zirkus-Klima. Ja, die hatten so einen eigenen Waggon für die Klos. Und dann konntest du halt reingehen bei den Frauen. Und die hat ein ganz normales Klo halt vorne... Okay, vorne an der Tür waren so ein Flachbildschirm. Wo dann Witze drüber gelaufen sind, dachte ich so, okay. Ach, kenne ich aus dem Fitnessstudio. Ja, meine Mom dann zurück vom Klo gekommen und meinte so, ey, hast du auch den Knopf gedrückt? Welchen Knopf? Knopf im Klo! Welchen Knopf? Naja, dann kann man sich auf die Schüssel setzen, auf den Knopf drücken und dann wackelt die ganze Schüssel. Was? Schüssel mit Vibrationen. Ich dachte, die japanischen Klos wären absurd, aber sie haben nicht gewackelt. Warum? Da brauchst du denn den Popo nicht mehr abwischen. Die machen das automatisch. Ich finde das ja, irgendwie... Das war halt... Das ist dann die sogenannte Hinternspülung. Ja, ich weiß, aber ich habe die nicht benutzt, als ich in Japan war. Ich war irgendwie gruselig. Also es stand dann dran, viel Vergnügen an dem Knopf. Ah! Du Scheißvieh! Puff! Bei den Männern war es eher so, dass... das ganze Teil dann gewackelt hat, wo die Herren immer dran stehen und die Sitztoiletten
standen einfach frei im Raum, also ohne Kabinen oder sonstiges. Jeder Mann, der dann reinkam, hat sich gedacht, what the fuck? Bis er dann mal das Knöpfchen entdeckt hatte, das so ein Thron, das war so ein reiner Thron, vorn dran so eine Jalousie runterfahren lässt. War schon ziemlich genial. Allein der Zirkus überhaupt. War das Klo-Highlight.